Migräne und Kopfschmerzen sind allgegenwärtig. Aber was kann ich dagegen tun? Ich zeige dir jetzt drei Übungen, die dir direkt helfen können. Übung Nummer 1. Viele Spannungskopfschmerzen und Migräneanfälle entstehen durch zu feste Muskulatur. Und dafür massieren wir jetzt unsere Nackenmuskeln. Nimm einmal deine Hände in den Nacken und fahr mit den Fingern die beiden Muskelstränge hinten am Kopf hoch. Und rechts und links spürst du jetzt hinten einen knöchernen Ansatz. Dort gibst du ein bisschen Druck drauf, nur so viel, wie du aushalten kannst und wie es locker und entspannt ist, und fängst jetzt an, leichte Kreise zu massieren. Ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen und dann änderst du die Richtung. Bitte nur so viel Druck aufbauen, wie es entspannt ist. Als nächstes gehst du mit einer Hand etwas weiter in die Mitte und etwas weiter höher. Auch hier ist ein weiterer Sehnenansatz und auch dort wieder ein bisschen Druck drauf geben punktuell und kleine Kreise fahren. Es kann sein, dass du dadurch ein bisschen Schwindel erfährst, dann die Bewegung nicht so intensiv ausführen. Ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen und deine Migräne sollte besser werden. Übung Nummer 2. Oft kriegen wir Migräne und Kopfschmerzen, weil unsere Augen zu viele Informationen an das Gehirn liefern und das Gehirn nicht mehr damit klarkommt. Das heißt, wir versuchen einmal durch eine aktive Augenmassage unsere Augen und unser Gehirn zu entspannen. Du nimmst einmal deine Zeigefinger und legst die in die untere Augenhöhle in der Mitte. Dort spürst du vielleicht eine kleine spitze Kante. Gib ein bisschen Druck drauf, so viel wie du noch aushalten kannst und es entspannt ist. Mit dem Druck gehst du jetzt unten an der Augenhöhle entlang nach außen. Dann wieder in die Mitte, leicht den Druck aufbauen, von unten einen kleinen Halbkreis nach außen. Das machst du ein paar Mal, ungefähr 5 bis 10 Mal. Und dann gehen wir an die obere Augenhöhle. Dazu nimmst du deine Daumen und suchst auch hier den inneren Punkt. Das sind so zwei Höckerchen, zwei Vorwölbungen. Da drückst du leicht drauf und fährst auch jetzt hier wieder die obere Augenhöhle von innen nach außen entlang. Wenn du magst, kannst du dabei natürlich die Augen schließen. Auch hier wieder 5 bis 10 Wiederholungen. Mit leichtem Druck, alles locker und entspannt. Und zum Abschluss nimmst du deine Hände, legst die auf die Augen, schließt die Augen und versuchst, deine Augen in völliger Dunkelheit zu legen. Das hältst du für ungefähr eine Minute, nimmst am Ende die Hände wieder weg und öffnest die Augen wieder ganz langsam. Eine super Strategie, um direkt mit der Migräne klarzukommen. Übung Nummer 3. Wir nutzen die Kraft der Farbe. An unserer Netzhaut haben wir drei verschiedene Rezeptoren, die auf unterschiedliche Lichtwellen reagieren. Wir haben Rezeptoren, die auf rotes Licht, auf blaues Licht und auf grünes Licht reagieren. Die roten und die blauen Rezeptoren scheinen das Gehirn eher zu aktivieren, während die grünen Rezeptoren das Gehirn eher entspannen. Das heißt, wenn ich die grüne Brille aufsetze, sollte meine Migräne und meine Kopfschmerzen direkt besser werden. Präventiv kann ich die Brille auch im Alltag tragen. Ich kann sie beim Spazierengehen tragen, ich kann sie bei der Bildschirmarbeit tragen an meinem Computer oder beim Zeitunglesen, wodurch Migräne und Kopfschmerzen vorgebeugt wird. Drei Übungen, die gegen Migräne und Kopfschmerzen helfen. Wir haben gemacht eine Nackenmassage. Dann haben wir die Augen massiert. Und zu guter Letzt haben wir die grüne Brille aufgesetzt, um den Input in dein Gehirn zu reduzieren. Wenn du mehr über Neurotraining wissen möchtest, kannst du dir die anderen Videos gerne noch anschauen. Lass uns gerne einen Kommentar da und wenn du Fragen hast, frag uns gerne. Wir sagen bis zum nächsten Mal.